Ja, hallo, hier ist Jens von Aktiv Radfahren. Bei mir ist der Kirk Seifert von Ikletter, der vertreibt Icecycles, Ice-Trikes und hat uns heute hier ein ziemlich ungewöhnliches, cooles Fat-Trike mitgebracht. Und die Frage ist, Fat-Bikes, gibt es einen aktuellen Trend? Ist das hier jetzt die Fortsetzung des Trends nur auf drei Rädern? Ja, Jens, das sieht auf den ersten Blick so aus, aber hier gibt es noch eine weitere spannende Geschichte dahinter. Dieses Rad war am Südpol. Die englische Abenteurerin Maria Leierstam hat sich vorgenommen, sie will der erste Mensch, also erste Frau natürlich auch, aber erster Mensch am Südpol sein, auf dem Fahrrad. Und sie hat sich dafür eben ein Gefährt mit drei Rädern ausgesucht, weil mit zwei Rädern wurde es schon oft probiert, hat nicht funktioniert. Mit drei Rädern hat sie es geschafft und der Erfolg gibt ihr recht und sie ist auch damit ins Guinness Buch der Rekorde gekommen. Mittlerweile überlegen wir bei so viel Nachfrage nach diesen Fatbikes, wo die Leute auch sagen, oh, das können wir auch als Dreirad vorstellen, sowas auch in Serie zu produzieren. Und ich würde sagen, schau du doch mal als erstes, ob das auch für außerhalb des Südpols passt. Okay, danke. Ja, mache ich sehr gerne. Also fast vielversprechend sieht's aus. Okay, ich bin gespannt. Alles klar.